Hallo meine Abonnenten, heute war ich mal in Korat wegen meinem Rücken im Krankenhaus für Orthopädie. Ja, und wenn ich das erzählen würde, wenn ich in Deutschland mit zu meinem Orthopäde gehe und so, der weiß mehr daraus. Der macht kein X-Ray mehr bei mir, wenn das mit dem Rücken ist, der macht dann MRT. Und heute war ich in Korat, weil ich erst wieder nach 3,5 Jahren die gleichen Schmerzen habe. Und bei mir war ich schon mal zweimal den Rücken operiert und praktisch zweimal versteift. Und dann haben sie die alten Schrauben rausgenommen, weil zwei waren gebrochen. Da können sie höchstens nur einen Teil rausholen und das andere ist drin. Aber macht keine Probleme, sagt mein Orthopäden. Jetzt erzählen wir mal das Krankenhaus, was die mir heute erzählt haben im Korat. Darf ich meine zweite Meinung auch holen? Erstmal, ich bin durch meine Frau versichert. Das ist immer, wenn du irgendwo im Krankenhaus kommst, ein, zwei, dreimal, begreifen es gar nicht, dass du versichert bist über meine Frau. Ja, okay, dann habe ich gesagt, ich will gerne einen MRT. Nee, geht nicht. Wir machen zuerst einen X-Ray und dann entscheidet der Arzt später. Dann habe ich gesagt, wissen Sie eigentlich, was ich habe? Ich weiß das, was ich habe. Ja, das entscheidet der Arzt. Okay, geh runter, mach ein X-Ray und so. Ja, dann musst du oben wieder warten, eine Stunde. Ja, und dann sagt der Doktor, ja, da ist kein Wunder, das ist alles gefuscht worden und so. Dann habe ich auch erzählt zweimal und so. Dann meint er, die Nägel sind ja gebrochen. Da zeige ich mir auf dem X-Ray. Erstmal habe ich ja Angst gemacht. Wie kann ich denn die meinen zweiten Operation die Nägel brechen. Ich bin ja nicht mal gefallen auf dem Rücken oder sonst was. Beim ersten Mal wusste ich das, das habe ich schon hier vor 3,5 Jahren, praktisch vor 4 Jahren habe ich das entdeckt, dass ich mal schwer gestürzt bin auf dem Rücken. Da war Glatteis ja im Winter und da habe ich zwei Nägel gebrochen. Hat auch weh getan, eine Woche lang. Und da haben sie das teilweise geröntgt, konnten sie das nicht 100% sehen, aber nach einem halben Jahr haben sie das gesehen. Und dann meinte er natürlich, die haben das nicht gut gearbeitet in Deutschland. Ich weiß nicht, ich kenne eine Endoklinik, dass die machen nur für Knochen, die machen für Hüftgelenke oder auch nur für Skelette. Und das gibt ja nur. Ein Professor hat das erste Mal operiert bei mir, das zweite Mal einer, der ist auch ein Arzt, aber der hält viele Vorträge auch in Universitäten über die Operation mit Spondylose und so, das heißt Verengung der Wölbkanal. Und da meint der Arzt, ja, wir können das wieder alles rausnehmen und so und machen alles neu und vernünftig. Dann war ich an überlegen, weiß aber. Weiß ja eigentlich, was Endoklinik ist? Das sind nur Spezialisten auf Knochen, wie Hüftgelenke, Kniegelenke. Und dann eine andere Abteilung ist ja nur für die Wirbelsäule. Und das ist genauso, in Hamburg gibt es ein Krankenhaus, auch was nur auf diesen Wirbelsäulen spezialisiert sind. Das ist die Schönau-Klinik, die ist direkt in Hamburg. Und bevor ich da sowas gemacht habe, vor gut 8 Jahre liegt das die erste Operation zurück. Da habe ich erstmal auch Angst gehabt, habe ich mich erstmal umvermehrt und so. Denn wie die Operation ist und so. Und dann habe ich im Internet auch gegoogelt, was die Patienten dazu sagen. Und dann habe ich am meisten festgestellt, dass wenig Beschwerden ist und guten Service ist Endoklinik. Ja, da hat mein Vater auch mal ein neues Hüftgelenk gekriegt, hat nie Probleme gehabt und so. Habe ich auch gesagt, okay, ich kenne das, weil ich mal gegenüber gewohnt habe. Und dann war ich auch da. Die haben es auch festgestellt, als erstes, wo ich den Wirbel gebrochen habe. Und da wollten sie nicht operieren, weil er schon fast angewachsen ist. War nach einer langen Zeit. Ja, und dann habe ich mir die Bilder mal angeguckt, weil er mir das gezeigt hat. Habe ich gesagt, wenn die Schrauben mir wehgetan hätten, denn wenn die schon vor 4 Jahren hätte ich den Schmerzen gehabt. Dann habe ich erzählt, und dann sah ich ja oben schon von früher, dass meine, die zwischen die Wirbelsäule, ich kann es nur auf Englisch sagen, dass der Disc ein bisschen zusammen ist oder Puffer von der Wirbelsäule ist zusammengedrückt.
Und das kann die Ursache sein, weil ich immer auf eine Seite ein Ziehen habe, von oben bis nach unten. Und das habe ich ihnen auch erklärt und so. Und da habe ich gesagt, das ist eine Kanalverengung, das habe ich schon so oft gehabt. Und letztes Mal bei einer Operation hat mein Arzt gesagt, das ist die Hälfte schon zu, nur wir wollen das nicht aufmachen, weil es noch zu weit gut ist. Das wird irgendwann so in 4, 5 Jahren sein. Aber jetzt ist das nach 3,5 Jahren. Das fängt langsam an, dann geht man krumm, man hat Schmerzen, man kann nicht lange gehen. Und das geht, wenn die kommen, dann hat man solche großen Schmerzen, das zieht praktisch an die Nerven oder klemmt der Nerv ein. Dann jetzt schießt das nach oben und dann nach unten in den Bein rein. Und dann hast du auch öfter Taubheitsgefühle, wenn da 1000 Ameisen in den Beinen sind. Und manchmal habe ich jetzt auch so, ja, ich habe zwar auch schon Arthrose in den Knie, 3, 4. Und das merkst du jetzt auch mehr durch den Rücken und so. Aber wie der erzählt hat, dass mein Arzt in Endoklinik gefuscht haben und er will alles neu machen. Und dann sagt er, ja, das wird in Deutschland billiger als wie hier. Und dann hat meine Frau gesagt, wieso, mein Haus, mein Ehemann hat eine Krankenkasse, die bezahlt das schon. Ach so, ja, dann kann er das ja hier machen. Das kostet nur 500.000 Thaibaht. Ja, wenn ich das wieder, ja, und dann meint er, kannst du in Deutschland das machen, dann sollen sie das wieder vernünftig machen. Da habe ich gar nichts mehr gesagt. Ich reg mich nicht mehr bei sowas auf. Die wissen mir besser als die Ärzte. Ich frage auch immer meine Krankheit über Nacht, besonders wenn die Nägel Probleme machen, wenn sie abprägen und so. Und dann zuerst habe ich verstanden, er meint, das, was sie gemacht haben, ist abgebrochen. Nein, die hat er alles rausgeholt und dann hat er weiter versteift, weil schon die anderen schon so weit runter waren. Und das haben die auch die Schmerzen verursacht. Oh, und dann habe ich meine Frau gefragt, jetzt suchen wir eine zweite Orthopädie, die ein bisschen mehr Erfahrung haben und dann gehen wir dahin. Und diesmal nehme ich auch meine Röntgenbilder mit und so. Das sind keine Röntgenbilder, das sind MRT-Bilder. Kann man alles richtiger sehen als wie auf dem Röntgenbild. Ja, da kann man sehen. Teilweise ist das gut, teilweise ist es nicht gut. Wenn man in der Privatklinik geht und nicht das machen lässt und so. Ja, ich bin auch wieder nicht in Deutschland versichert. Man kann sich wieder versichern lassen und so. Dann war ich auch schon überlegen. Einen Monat in Deutschland leben wieder. Anmeldenprobleme habe ich ja nicht. Ich habe ja Bekannte, die würden das machen. Und dann hast du auch wieder eine Krankenkasse. Aber dann hast du ja wieder Probleme mit Abmelden alles. Und dauert es auch wieder Zeit. Okay, das Geld kriegst du zurückgestaltet, aber An- und Abmelden, der Flug, okay, die Operation ist besser, wenn das gemacht werden muss. Aber ich werde mich erstmal hier erkundigen. Das ist immer keine leichte Operation, besonders wenn man schon 2 Herzinfarkte hat und Blutverdünner nimmt, ist immer ein Risiko. Das hat auch mein anderen Arzt auch gesagt schon, weil ich da schon einen Herzinfarkt gekriegt habe und Blutverdünner nehme und so. Nur jetzt will ich meine zweite Meinung reinholen und so. Aber wenn der auch anfängt, oh, da hat er gefurcht, da muss alles neu raus, dann sage ich auch gleich, tschüss, dann sage ich gleich, lass ich in Deutschland machen. Kann mir einen Termin bei Endoklinik holen und so. Er kennt meine Akte, er hat 2 operiert. Und er hat auch gesagt, wenn ich denn Probleme habe, wieder nach 4, 5 Jahren soll ich wiederkommen und nicht so lange warten mit den Schmerzen. Das kann schlimmer werden, man kann Nerven kaputt machen. Tja, und in der Privatklinik weiß man auch nicht, wie die sind und so. Das will ich dann nächstes Mal machen, wenn das hier in Korat keine zweite gute Information gibt und so. Fängt genauso an. Dann sage ich auch, ich habe eine Zusatzversicherung, dann sage ich auch, dann gehe ich in eine Privatklinik nach Bangkok und dann werde ich da mich erstmal fragen, kann man 1, 2 Tage bleiben, habe ich zu meiner Frau gesagt, so. Ja, ich hoffe, dass das nicht so ist, dass das mein Nervenkanal verengt ist und so. Ja, 2 Wirbel sind sowieso schon wieder fast runter, das habe ich auch gesehen, da hat er auch nichts gesagt. Ich bin zwar kein Doktor, aber ich bin immer einer, der will alles immer 100% wissen, genau und so. Das hat mein Anrat auch gesagt und das weiß ich auch. Ich habe auch Sanitätsausbildung gemacht und Rettungssanitäter. So versteht man am besten. Wenn man schon einmal und zweimal versteift hat, die anderen Wirbel leiden auch und so ist der in der Pufferform auch weg nach einer Zeit und so. Ja, jetzt bin ich nur mal gespannt.
Was der nächste Arzt sagt, kommt er wieder an so? Dann sage ich auch, kannst vergessen hier. Das war genauso, ich habe zwei Herzinfarkt, ich bin ein Risikopatient mit Adernverkalkung. Ja, ich war schon dreimal bei einem Herzspezialisten auch. Und der hat soll was mit dem Herzen zu tun. Wenn ich die Untersuchung in Deutschland verstelle, mit hier dem EKG und Ultraschall, da hier nur in Thailand EKG, kriegt man die Medikamente, kann es ein bisschen Beschwerden haben. Jeder Herzinfarktbeschwerden ist anders. Ich habe immer rechtzeitig gemerkt, aber ich habe noch nie die Symptome gehabt, wie man es im Buch liest. Einmal habe ich nur zwei, bei dem ersten Herzinfarkt habe ich die beiden Arme richtig schwer gehabt, wenn Elefanten da drauf standen. Und beim zweiten war es leichter, da war aber schon 85% die Adern zu. Das heißt, praktisch wenig Sauerstoff. Und beim dritten Stint reinsetzen, da habe ich noch keinen Herzinfarkt, aber war auch schon fast zu. Da war ich nur einmal kurz weg gewesen und so. Und wenn ich immer schon solche Symptome habe und ich fühle mich nicht wohl und so, oder ich bin müde, dann liegt es immer an Adernverkalkung. Toi, toi, toi. Das letzte war im August, da habe ich drei Stände gekriegt, hoffe ich nichts mehr und so. Weil zu viel ist auch nicht so gut, wenn man so viele Stände drin hat und so. Ja, das Rauchen muss man aufgeben, es ist schwer aufzuhören. Ich rauche ja schon über 45 Jahre. Tja, trinken tue ich auch nicht, lebe auch gesund. Ja, und morgen am Dienstag werde ich wieder ein neues Video machen über ein Haus. Da haben sie jetzt gestern einen Strommast bei uns reingesetzt. Mein Kabel, Stromkabel geht unter die Erde. Da werde ich auch Videos bringen, weil sie schon die Fehler reingerappt haben. Jetzt werden nur durch die Ständer gebaut am Dienstag. Damit muss ich auch da sein und so. Dann werde ich da auch ein Video bringen. Danke schön, dass ihr heute Abend noch zuhört bei mir. Ich wünsche, ich kriege mehr Abonnenten und einen Daumen hoch und mehr Kommentare. Und in 3 Monaten will ich ein Video machen von Naturschutzgebiet. Dann haben sie auch die Tulpenblüten. Das ist in Nähe von Tep Satit. Ist ein schönes Naturgebiet. Man kann das eher von Berg runter schauen in die Wälder rein. Und man kann auch einen schönen Sonnenuntergang sehen. Und das werde ich mal alles mal zeigen. Denn Shaipun werde ich mal zeigen. In Korat ist auch ein schöner Naturpark mit Wasserfall, werde ich auch dann mal zeigen und so. Wenn das Haus mal fertig ist, bin ich auch mehr in Korat. Da gibt es auch viel mehr zu zeigen. So. Dann werde ich da mal ein paar Videos bringen und so. Und dann wünsche ich einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.